Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft für Anfänger, Tag Nummer 43. Und heute wollen wir mal schauen, ob unser kleiner Dorfbewohner schon groß geworden ist, ob er ein eigenes Heim braucht und wie wir hier mal weitermachen. Legen wir also sofort los. Ja, Tag Nummer 43 und ich war in der Mine, habe das aufgenommen, das war aber irgendwie furchtbar langweilig, deswegen haben wir jetzt oben ein bisschen Eisen im Ofen und wir haben ein Namensschild. Das ist schon mal sehr geil, damit können wir die Leute umbenennen. Wir haben 8 Smaragde, weil ich habe die Villager schon auf Maximum gelevelt. Also ich habe den Erfahrungsbalken voll gemacht. Dann dauert das so eine Nacht, bis die ein Level-Up haben. Da warten wir gerade noch drauf. Die Pilze können wir noch hier reintun. Die ganzen Fäden können wir noch hier reintun. So, sehr schön. Das eine, die eine Erde da rein. So. 13 Gold. Ich pack's mal gerade hier rein. Ich brauche das nicht einschmelzen. Da haben wir auch noch ein paar Smaragde, das ist ganz gut. Kohle haben wir hier noch. Können wir noch mitnehmen, falls wir gleich wieder leveln müssen. Lapis Lazuli haben wir auch genug. Ja, sieht doch soweit alles ganz gut aus. Was ich jetzt als nächstes machen würde gerne, wäre... die Tränke baller ich auch mal hier rein und den Pfeil. Wäre natürlich die Sachen erstmal umbenennen, ne? Dafür brauchen wir einen Amboss. Und hier als, guck mal, als kleiner Trick, ne? Das stand auch schon ganz oft in den Kommentaren, falls man es noch nicht gelesen hat. Wenn man den Amboss abbaut, guck mal, der ist ja gedamaged, ne? Es gibt 3 Stufen im Prinzip. Es gibt den ganzen, den leicht gedamageden, den sehr beschädigten und dann verschwindet der, ne? So, wenn wir den jetzt abbauen, haben wir einen angeschlagenen Amboss im Inventar. Den hinstellen, der immer noch angeschlagen. So, also, der Trick aus den Kommentaren funktioniert eben nicht. Das ist nämlich das, was ich ganz oft gelesen habe, dass man den abbauen kann und wieder hinstellen kann, dann ist er wieder ganz. Aber das ist ja Quatsch. Okidok, jetzt nehmen wir hier gerade mal die Glücksspitzhacke. Dann kriegen wir ganz viele Warzen hier raus. Wir müssen noch ein bisschen Soul Sand holen. Jetzt können wir die wieder hier. Lecker Warzen. Yeah. Und jemand hat die Idee, hier einfach Ranken reinzuhängen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Müssten wir auch mal machen. Gut. Ja, es wird jetzt... super Party. Immer ist es dunkel, wenn ich anfange. Ich wollte auch noch sagen, dass ich heute am 3.7. nicht streame mit dem Joe. Der Joe wird wahrscheinlich auch nochmal Bescheid sagen bei sich im Stream, weil ich es einfach nicht schaffe wegen dem Umzug. Diese Woche wird ja umgezogen und ich bin momentan wirklich nur noch Kisten am Packen und rüber am Fahren und. Das ist so ein bisschen, ja, nicht so geil. Und deswegen, wegen Umzug heute, kein Strümchen. Aber dafür streamen wir ja öfter, wenn wir dann umgezogen sind und alles fertig ist. Da schauen wir dann mal. Ah, er hat ein Level ab. Jetzt können wir Eisenbarren eintauschen und wir kriegen eine Glocke gegen 36 Smaragde. Okay. Aber wir können ihn auch damit weiter leveln. Oder wir können uns halt Steinhacken holen oder so. Wir müssen halt gucken. Wir müssen ihn noch weiter leveln. Er ist jetzt erst ein Lehrling. Das geht hier alles noch voll. Man kann ihn noch runterscrollen später und so. Aber schon mal sehr cool. Wie sieht das mit der Frau aus? Hildegard! Hildegard, bist du es? Die ist jetzt auch Lehrling. Ah, cool. Wir können... ein Fisch und 6 rohen Lachs gegen 6 gebraten... ein Fisch. Ein Smaragd, 6 roher Lachs gegen 6 gebratene Lachs. Deswegen haben wir auch 2 Fenster. Gut, nö. Habe ich keinen Bock drauf. Aber was wir machen können, wäre vielleicht... so. Und jetzt seht ihr hier, ist ausverkauft. Das dauert immer so eine Zeit, bis er die Ware wieder hat. Und er levelt jetzt wesentlich langsamer wie vorher. Der Villager. Aber, ja, ein Amboss wäre jetzt geil gewesen. Dann hätte ich die gleich benennen können. So. Ich nenne, also die zwei nenne ich jetzt auf jeden Fall Gottfried, der Grobschmied, und Hildegard. Also die muss Hildegard heißen, da kommen wir gar nicht drum herum. Das ist das, wegen der letzten Folge muss die Hildegard heißen. So, hier machen wir gerade mal, ach, ein Amboss war mit Blöcken, ne? Mit Eisenblöcken, ich muss gerade nochmal gucken. Oh, ich kann mir das nicht merken. Ja, genau, 3 Stück. So, also brauchen wir, so, und noch ein. Wir können eh noch einen Amboss gebrauchen, von daher alles gut. Das ist jetzt viel Eisen, aber egal. Wunderbar. So, ich komme, warte. Ich nehme direkt mal Holz mit, weil, wie gesagt, ich würde gerne... wir nehmen direkt mal richtig viel Holz mit. Ich würde nämlich gerne einen Handelsposten bauen. Also so ein Raum, wo man ganz, ganz viele Villager im Prinzip einsperrt und da alle Trades hat. So, also jeden Villager-Job, jeden dies, jeden jenes, man den dann da hat. Da hier der Schmied ist, würde ich hier auch noch... ja, die Falltüren machen die echt fertig, ne? Kommt der da hoch, wenn die Falltür so ist? Ich glaube, ich muss die Falltüren wieder wegmachen. Also die rallen das nicht.
So. Siehste, ich muss das echt, das ist so doof. Na gut, dann lassen wir es so. Dann ist es halt so. Okay, wir können aber den Amboss an die Ecke stellen. Vielleicht hier hin, so. Und jetzt legen wir das Namensschild da rein. Und das Namensschild nennen wir nicht mehr Namensschild, sondern wir nennen es jetzt Hildegard. So. Und jetzt gehen wir zu Hildegard. Hildegard, Rechtsklick und jetzt heißt sie Hildegard. Das Namensschild ist weg. Nein. Ich dachte, man kann... okay, wir brauchen mehr Namensschilder. Gut. Jetzt haben wir erstmal Hildegard. Hallo Hildegard. Hilde. Hilde. Okay, jetzt reicht's. Gut. Hier würde ich gerne so einen überdachten Handelsposten hinzimmern, weil ich würde ja ohnehin hier gerne sehr, sehr eng vor allem würde ich hier gerne ein Dorf machen. So, deswegen müssen wir hier jetzt erstmal gucken, dass wir einmal gerade hier abgrabbeln. Alles. So. Wir können sogar diese Form so ein bisschen beibehalten, finde ich eigentlich ganz cool. Also dieses in der Mitte nach oben zusammenlaufen. Ja, beruhig dich mal. Los. Voll am Übertreiben. Ich würde nämlich diese Säule hier gerne behalten. So, warte. Die vielleicht behalten und von da im Prinzip anbauen. Mehr oder minder. Und dann schauen wir mal. Wir werden das heute natürlich nicht fertig kriegen. Wir brauchen nämlich noch die Villager dafür. Deswegen müssen wir mal gucken, ob die hier... Wir haben ja Brot dabei. Und unser Baby ist ja schon groß, ne? Ich habe den irgendwo da hinten, glaube ich, eben gesehen. Hildegard, der Schmied. Wo ist der dritte Dorfbewohner? Wo ist der dritte Dorfbewohner? Gehen wir mal hier hoch, vielleicht sehen wir ihn dann. Hallo? Ja. Warum auch immer der sich da hinten auf den Weg macht, ich habe keine Ahnung. Aber, gut. Wahrscheinlich, weil der hier keinen Job hatte und da hinten Komposter sind, ist der da hingelatscht. Das kann natürlich sein. Okay. Aber, pass auf, wir verteilen mal wieder Brote hier. Brote, bitte. Viel Spaß. Hildegard, du auch. So, ihr könnt wieder... Chakalaka und so. Gut, wir fangen mal an. Danke. Das muss ja nicht hoch sein, ne? Also, die Villager... dürfen natürlich irgendwie nicht ausbüchsen können, ne? Müssen wir noch einen rein. So. Zack, 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 zack. Und dann, schauen wir mal, ob wir irgendwie Glas vor die machen oder so. So, und hier auch nochmal einen rein. Wenn man so eine verzauberte Schaufel hat, ist das so gut. Das ist einfach so, das ist schneller als Kreativmodus. So. Ja, okay. Sollte ohnehin reichen. Also das ist schon... Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Slots wir eigentlich brauchen. Von daher... sollte ich es mal nicht übertreiben. Aber wir können hier so erstmal einfach lang gehen. Und hier machen wir so. Ne, dann kommen da die Villager rein. Hier, also die werden hier so hingestellt. Und dann kommt da ihr Arbeitsblock vor. Und hier zwischen kommt so eine Trennwand. Und dann wieder. Das können wir die ganze Zeit so machen. Und dasselbe natürlich dann auch eventuell in die andere Richtung. Ich habe keine Ahnung. Ja, gucken wir mal. Da gucken wir mal. Als allererstes machen wir mal eine Werkbank. So, ich stell die mal hier hin. Haben die schon... Hallo! Okay, haben sie nicht. Da ist ja noch mindestens ein Bett frei, weil der da hinten rumrennt, der müsste ja theoretisch hier ein Bett beziehen. Oder der haut ab. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat er schon keinen Job mehr. Wo will der denn hin? Hallo? Wo will der denn hin? Ich kann dich sehen. Sehr merkwürdig. Egal. Wir können auf jeden Fall so ein
erstmal hier die ganzen Blöcke vorstellen, die wir brauchen. Also die Jobblöcke sozusagen. Zum Beispiel den Komposter oder hier ein Fass, ne, und so weiter. Und wir zwei Stufen und normales Holz, das können wir ja gerade mal machen. So, zack, zack. Zack, zack. Haben wir das Fass schon mal. Da ist der Komposter, da brauchen wir 4x Zaun und 3 Blöcke. Das kriegen wir jetzt auch hin. Machen wir gerade mal. So, wir machen einfach mal gerade hier so ein Stack. Lars, warum machst du es nicht mit der Steinsäge? Ja, Gewohnheit. Gewohnheit ist alles gut, komm. So. Zack, und wie war das so mit Zaun? Ja, Gott sei Dank. Aber wir brauchen 4 Zaun. So. So, so. Und so. Haben wir den auch schon mal. Weil das käme nämlich dann hier hin. Dahin. Und dahin. Es würde sogar genau passen. Ich weiß nur nicht, ob wir so viele Jobs haben. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Wir haben ja jetzt das schon mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch den... Der Räucherofen ist ein Job. Warte. So. Und... War das jetzt Holz drumherum? Ich bin gerade verwirrt. Nee. So, nee, hä? Wie war das denn jetzt? Bisschen doof. Ach so. Ja, gut. Den Räucherofen haben wir noch. Dann haben wir noch... Ich weiß gerade gar nicht, ob das wirklich alles Jobs sind. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte ich das vorher gucken sollen. Der Kartentisch ist auf jeden Fall auch ein Job. Der Webstuhl ist ein Job. Lesepult ist ein Job. Steinsäge ist ein Job, glaube ich. Ja, ja, hatten wir schon. Das war der Maurer, ne? Mhm. Den können wir nochmal nehmen. Der käme dann hier hin. Geht die Sonne schon wieder unter. Heidewitzka. Warte, wir sollten gerade mal nach Hause und die ganzen Jobblöcke mal machen. Weil da haben wir die Fäden und diesen Kleinkram, den man halt dafür braucht. Ach ja. Aber es wird jetzt die nächsten Tage erstmal eher gemütlich vonstatten gehen. Wegen halt Umzug. Und dann, wenn ich umgezogen bin und alles fertig ist und so, dann werden wir wieder öfter streamen. Wir werden mehr machen. Wir werden endlich ins End gehen und solche Dinge. Es wird richtig, richtig spannend nach dem Umzug. So, was haben wir schon? Den brauchen wir noch. Keine Ahnung, ob das Lagerfeuer ist kein Job, oder? Den brauchen wir noch. Schmied haben wir. Der Schmelzofen-Job. Bin mir nicht sicher. Aber der Bognertisch ist definitiv ein Job. Dafür brauchen wir Feuersteine. Und der Schleifstein ist auch ein Job. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Kessel ist ja ein Job. So, hierfür brauchen wir eine Steinstufe. Und jetzt können wir gerade hier so ein bisschen Dirt loswerden. Wir haben ja einiges da abgehackt da unten. Und Sand tue ich auch mal da rein. Brauchen wir Steinstufe. Für, was war das jetzt am Ende hier? Das ist der Bognertisch. Nee, für den hier. So. Dafür brauchen wir 2 Feuersteine. Haben wir die hier? Ja, sehr geil. Und nochmal durchklicken. Da. Zack. Den haben wir auch noch. Webstuhl haben wir. Lesepult haben wir noch nicht. 4 Holzstufen und ein Bücherregal. Haben wir irgendwo noch ein Bücherregal? Nee, ne? Ich glaube nicht. Müssen wir eins machen. Wo ist das denn? Ja. 3 Bücher, 6 Holz. Okay. 3 Bücher haben wir. 1, 2, 3. 6 Holz haben wir auch. Also, zack. 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 Sehr geil. Und jetzt brauchen wir noch die Stufen. Ja. Lesepult. Wunderbar. Dann können wir das schon mal platzieren gehen. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt unser Nachwuchs wieder zurückgekommen ist oder nicht. Alle Spinne. Nerv nicht. Ja, komm, war klar. Tschö. Tschö. Geh sterben. Danke. So. Keine Ahnung, ob unser Nachwuchs jetzt nachgekommen ist im Prinzip. Also wieder hier hin. Ach nee. Hä? Wer ist dann der da hinten? Hä? Hä?
Okay, unser Nachwuchs ist noch gar nicht groß. Wo hat er sich denn versteckt? Der kleine Lümmel. Warum drehe ich mir eigentlich die Maus so komisch? Irgendwas stelle. So. Und. Alter, okay, wir müssen auf der anderen Seite echt weitermachen. Wie geil. Das wird echt groß. Hallo, tschö. Nö. So, danke. In den Kommentaren stand auch oft, ob ich eine. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Ja. In den Kommentaren stand oft, ob ich eine Baumfarm machen kann. Also eine automatische Baumfarm geht nur in Verbindung mit TNT. Und, ja, nee. Also ich bin so kein TNT-Freund irgendwie. So, wir haben noch den Bognertisch. Ja, das ist dann echt kacke. Vielleicht müssen wir das nach hier hinten dann einen länger machen. Aber dann steht's hier. Bin ich nicht so geil. Keine Ahnung, ob das hier alles Jobs sind. Ich glaube schon, ne? Glaube schon. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann stellen wir den schon mal hier hin. Mit dem kann man auch nichts machen. Ne? Das ist wieder einfach so ein Jobtable. So, und vor allem können wir dann den hier schon mal wegtun. Ach, wir brauchen eh noch die Steinsäge. Die müsste ich ja auch noch machen, ne? Und das hier können wir wegtun. Weil die ihren Job von hier drüben kriegen. Keine Ahnung, was die sich jetzt genommen haben. Ich hoffe wieder dieselben, weil die da schon ein bisschen gelevelt waren. Aber ich habe keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Steinsäge, die war irgendwo hier. Ach, ein Eisen und drei glatte Steine. Ja gut, die haben ja einen Ofen hier. Da machen wir gerade drei glatte Steine. Können wir das auch noch machen? Wir haben ja auch noch Kohle, Gott sei Dank. So, ja, klatsch ich mal gerade da rein. Es gehen eh nur 8 Stück. Aber wer ist dann der Bewohner da hinten? Ich meine, okay. Oder, wo ist denn Hildegard? Hildegard? Hilde? Ach da. Ach, die chillt. Da, die hat keinen Bock zu pennen. Und der Golem? Der ist hier, okay. Aber wer ist der? 2 Stück? Okay. Wer ist denn? Hallo Zombie. Wer ist denn er da? Und was macht der da hinten? Hallo. So. Danke. Ich meine, wir können ihn ranholen. Guck mal. Oh, ein Skelett auf einer Sp Bitte. Danke. Aber wir können versuchen, ihn ranzuholen. Wir nehmen gerade das Boot. Dann versuchen wir ihn noch ranzuholen. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall Betten hier. Einfach so klatsch. Na gut. Sehr merkwürdig. Wer auch immer der Dude da hinten ist. Es kann ja sein, wir haben ja 4 Betten in diesem einen Haus, ne? Kann es sein, dass das zu viele Betten für dieses Haus sind, dass sie dann so sagen, nö? Oder will der hier wohnen? Ich habe keine Ahnung. Hallo? Steig mal ein. Ja, steig mal ein. Danke. So, komm. Wir nehmen dich mal mit. Wir nehmen ihn mal mit. Und gucken mal, ob der hier hinten der Bock hat. Warte, ich muss gerade. Jetzt ist er direkt wieder Farmer. Oh, ein Enderman, hi. Ja, komm, was los? Ich helfe dir rauf, komm. Ja, komm. Ja, fein. Ja, fein. Machst du das? Ja, fein. Kannst du bitte? Ja, danke. Nein. Nein, ich will das Boot. Mann! Ich hasse die Offhand. Nein! Ja, so. Oh, Gott sei Dank. Okay. Und ich paddel, paddel, paddel. Wir können ja mal gucken, ob der hier irgendeinen Beruf annimmt. Zuerst mal weiter weggehen und hier einen Beruf annimmt mit einem Bett da. Guck mal, da ist der Kleine. Wird erstmal vom Papa direkt rausgeschmissen. Der soll spielen gehen draußen. Habe ich nicht angeguckt, den Enderman. Ja, hi.
Müssen wir wieder gucken, bis du einen Job verloren hast hier. Ja, Enderman, ist doch alles gut. Ja. So, verlierst du mal bitte den Job. Danke, 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 danke. Hallo, könntest du jetzt mal bitte Hartz IV anmelden? Hallo, Hartz IV. Und dann kriegst du noch eine Frau und zusammen kriegt ihr Hartz VIII. Ja? Alles gut? Danke. So. Und jetzt fahren wir zurück. Da steht noch eine Werkbank. Da stehen überall Werkbänke von mir. So, jetzt fahren wir zurück und gucken mal, was für einen Job der kriegt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich glaube, das ist der Bogner, ne? Ich glaube, der ist jetzt der Bogner. Ich weiß halt nur nicht, ob das Bett okay ist. Also mehr als zwei Erwachsene in einem Haus. Ich habe davon jetzt nichts gelesen in der Wiki, deswegen habe ich das mal nicht bedacht. So, dann können wir mal wieder raus. Und, ups. So. Hallo, was bist du? Ein Pfeilmacher. Sehr cool. Boah, cool. Für Sticks kriegen wir Emeralds. Das ist schon mal geil. Das heißt, wir können mal locker. Können wir gerade locker. Zack. So, wo bist du? Wo bist du? Da. Ah, guck mal. Hey, warte, den können wir gerade mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Junge, bleib. Ja, oh. Ich wollte sagen, jetzt hat er mein Eisenschwert. Geh mal da rein, geh mal da rein, geh mal da rein, geh mal da rein, geh mal da rein. Danke. So, den ersten haben wir drin. Okay, reicht jetzt. Voll nett. Zack, cool, haben wir schon mal da zwei. Ja, geil, der Bogner steht schon mal da. Ja, cool, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir das jetzt so schnell auf Kette kriegen hier. Also den da so schnell einzusperren. Zack. Da, komm mal her. Ich brauche noch ein paar. Wupp. Und ich brauche noch ein paar. Wupp. So, jetzt hat der Level, also jetzt hat der das voll, ne? Wie gesagt, jetzt dauert das einen Tag oder so, bis der levelt. Aber geil, der ist schon mal am Start. Der wird auch nicht mehr abhauen. Weil ein Zombie kann ihm ja auch nichts tun. So, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Alles gut bei dir? Schlafen ist nicht, ne? Aber gut. Wir könnten ihm noch ein Bett dahinter stellen. Aber dann würde er eventuell auch im Bett rumklettern und dann können wir nicht mit ihm handeln, weil wir nicht drankommen. Wir müssten das schon so lassen, wie es ist. So. Geht das da auf jeden Fall weiter. Und vielleicht machen wir hier. Aber das wäre zu massiv, ne? Lieber sowas wie Zaun. So. Und so. Ja, das ist besser. Das ist wirklich besser. Ja, das ist schon cool. Hallo. Ich habe leider keine Kohle mehr. Könnte mir Hacken kaufen, für einfach weil ich es kann oder so. Wow, das bringt viel Erfahrung. Das ist eigentlich ganz gut. 2, 3, 4, 5. Ja, geil. Dann hat er bald wieder Level up. Das ist schon mal sehr gut. Und was mit dir, Hildegard? Guck mal, Hildegard, du bist doch Hildegards Lehrling. Aber was für ein Lehrling? Die hatte das Fass, ne? Ist das das Fass? Ja. Geh mal da rein, Hildegard. Geh mal da rein. Nee, wir brauchen die Hildegard ja noch für Babys, ne? Also wir müssten die Hildegard dürfen wir nicht einsperren. Wir brauchen die noch für Babys. Das klingt so falsch. Ah, wir brauchen die Hildegard noch für Babys. Um Gottes Willen. Okay. Bei dir ist alles gut. Pfeilmacher-Lehrling. Mhm. Oh, guck mal. Ist sogar teurer jetzt. Okay. Wenn wir jetzt Emeralds nehmen und Pfeile kaufen? Oder, ja, aber ich will einen Bogen kaufen. Oder muss ich dann so machen? Wieso kann ich denn? Ah, okay. Da levelt er auch schon mehr, ne? Aber da müsste ich alle meine Emeralds wieder verballern. Hallo, kleiner Mann. Na, alles gut bei dir? Oh, der ist voll süß. Ja, cool. Ich finde das gut, da haben wir den ersten Händler schon mal da drin. Ja, das war Folge Nummer 43 und wir bauen unseren Händlerposten hier im Prinzip. Den ersten haben wir eingesperrt, mehr oder minder. Es ist zwar noch nicht hübsch, aber es funktioniert schon mal. Er steht da drinne. Er, ja, ne, macht seinen Job sozusagen. Und so werden wir dann alle da einsperren. Aber wenn dir das Ganze gefallen hat, dann kannst du gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite ist vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft für Anfänger. Ciao mit V. Okay, das war jetzt echt übertrieben.